Anlagen beginnt in den nächsten Monats, also Mitte, Ende August. Beginnt also der Abbau von der Antennenanlage komplett, alle drei Arme, die Türme, wie alle Nebenbauwerke, was in der Antennenanlage sind, kommt definitiv weg. Hat das auch verkauft oder verschrottet? Verschrottet. Die Umlagerung von, das möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber die Aufträge sind nicht draußen. Und zum Teil ist geplant, dass man Windräder aufstellt. Man wollte es auf die bestehenden Türme machen, Windräder. Aber der Umbau von den Tragwerken ist zu kompliziert. Man muss aber der Kopf demontieren, neuen Kopf setzen. Und von der Windlast her gibt es ein Problem. Jetzt macht man alles komplett weg mit Fundamente. Es sind ja riesen Fundamente drin. Man muss die abtragen bis auf 2 Meter Tiefe und alles andere bleibt im Boden drin. Und der Zentrumsbereich, wir befinden uns jetzt in dem kleinen Gebäude, dem Quergebäude. Das Zentrum, das bleibt momentan erhalten, je nachdem, ob sich Käufer finden oder Pächter, dass man die Gebäude vielleicht weiter benutzen könnte. Das große Gebäude in der Mitte, das ist das Technikgebäude. Vorne das lange, das war nur für die Verwaltung oder Übernachtungsräume, für Reinigungskräfte, Teeküche und so weiter. Das lange Gebäude, das Längsgebäude, das ist der Antennenwahlschalter. Man konnte also jeden Sender mit jeder Antenne verbinden. Bei uns auf der Anlage stehen, ich glaube, ca. 74 Antennen. Und die Antennen, man konnte jede Antenne mit jedem Sender verbinden. Bei anderen Stationen ist die Antenne immer fest zugeordnet auf den Sender. Und bei uns war es also möglich, jeden Sender mit jeder Antenne zu verknüpfen. Was vom Vorteil war. Und die Anordnung von den Antennenarmen, der Stern, hat man aus dem Grund gemacht, man konnte durch die Sternform also die 360 Grad voll ausnutzen. Richtung Norden, da war eigentlich ja, sehr wenig. Das war dann mit der Schifffahrt, hat man mal so Versuche gemacht. Wenn Kreuzfahrtschiffe unterwegs waren in Nordsee, dann ja, aber sonst war eigentlich in der Richtung nichts. Dann die Anlage hat man gebaut. 1969 war Grundsteinlegung und das Ziel war bis zur Olympiade 1972, dass die Anlage in Betrieb geht. Das haben wir auch geschafft. Das war ein riesen Akt, das Ganze zum Bauen. Es waren sehr viele Firmen beteiligt und man hat jetzt also sehr viel Entwicklungsarbeit auch damals leisten. Weil es in der Größenordnung sind die Anlage mit 500 Kilowatt. Das gab es einfach nicht. Und da war also sehr viel auch im Versuch. Die Sendertechnik, das hat die Firma Telefunken gemacht. Das ist eigentlich so die im Moment die beste Firma, wo Sender baut. Also wenn ich das mit anderen Mitbewerbern vergleiche, das hat einfach Hand und Fuß, wenn die was machen. Das ist einfach massiv, das ist eine ganz andere Dimension. Bitte? Das hört man gar nicht. Mein Großvater war der Ingenieur damals beim Aufbau und bin in der 60er mit dabei. Nein, das war also ich habe angefangen, ich habe zu meiner Person, ich habe Rundfunk- und Fernsehtechniker gelernt und bin nach der Lehre, bin ich dann zur Post gegangen, das war damals Post und da war gerade so der Aufbau in Gange und von da weg, also sofort nach der Einstellung bei der Post, bin ich dann auf Schulungen weg für Hochfrequenztechnik und habe also mal ein Jahr lang nur Weiterbildung gemacht. Und wo das Ganze in Betrieb ging, 1972, da waren wir dann da heraus auf der Station und wir waren also überwiegend alles Rundfunk- und Fernsehtechniker, weil die Post hat also in der Richtung kein Personal.
hat, bis auf ein paar Kollegen von Jülich. Da kam der unter Stationsleiter von Jülich, kam der her als Stationsleiter und hat noch zwei Techniker mitgebracht. Und alles andere, das war also Fremdpersonal, also keine Postler, sondern alles Fremdeingestellte. Also mit Werkverträgen praktisch. Bitte? Mit Werkverträgen? Nö, oder waren schon fest angestellt, dann, ja. Und da war es einfach dann so die, da gab es dann die Möglichkeit, entweder du bleibst Arbeiter oder du machst die Beamtenlaufbahn. Was ist besser? Es gab Kollegen, die haben das Angestelltenverhältnis gehabt, also Arbeiter sind die geblieben. Und die meisten, wir haben also die Beamtenlaufbahn gemacht. Und dann ging ja das Ganze weiter, dann hat es die von der Post, kam es dann zur Telekom, da hat sich ja Post und Telekom getrennt dann, hat dann zweigeteilt. Von der Telekom hat uns dann wieder weiterverkauft zu T-Systems und dann hat uns wieder weiterverkauft zu Media Broadcast, wieder eine Tochter von der T-Systems dann wieder. Und anschließend hat man uns dann die Media Broadcast wieder rausgekauft zu TDF. Und da muss man uns dann entscheiden, bleiben wir bei der Media Broadcast, bei der Telekom-Seite, T-Systems-Seite, oder wir lassen uns beurlauben. Und das haben wir gemacht, wir haben uns beurlauben lassen. Immer so mit 5-Jahres-Verträgen sind wir also jetzt bei der TDF. Und nach den 5 Jahren kommt einfach wieder die Frage, wen brauchen wir als die brauchen wir, okay, und die anderen, die gehen dann. Und so ist es momentan der Stand, dass wir also bei der TDF beschäftigt sind. Okay, dann zur Anlage selber. Das ist ja auf einer Fläche, was also der Media Broadcast gehört, die Fläche. Das sind ca. 200 Hektar Grundstücksfläche. Also so der dunkle Bereich, das ist alles, was zu uns gehört, die Liegenschaft. Wo ist jetzt Norden? Da, ne? Da ist Norden, ja. Der Bereich, wo jetzt die Kottel da liegt, was eingezäunt ist, das ist also der innere Sicherheitsbereich. Da dürfte sich niemand aufhalten, also Fremdpersonen nicht aufhalten. Für Reparaturen konnte man auf jeden Fall rein. Man sollte sich vor strahlenden Antennen nicht aufhalten. Das war also wirklich extrem die Strahlung vor der Antenne. Wobei jetzt also außerhalb vom Zaun, man hat ja dann der Sicherheitsbereich noch ein bisschen weiter rausgeweckt, da gab es wieder neue Verordnungen. Darum ist also zum Beispiel da, wo die Straße reingeht jetzt. Da haben wir also den Sicherheitsbereich vom inneren Zaun bis rausgeweckt, weil die Hauptstrahlrichtung bei uns auf der Station, die ging doch so lange Jahre Richtung Osten. Das heißt, das waren dann die Antennen da, ne? Richtung Osten. Das waren die Antennen oder der Bereich dann. Also bei uns kann jede Antenne, bis auf die Rundstrahlantennen, also die Nahantennen, aber sonst alle Quadrantantennen haben eine Grundstrahlrichtung, 90 Grad Richtung, und kann jede Antenne 30 Grad plus und minus strahlen. Man kann das also mit anhand von Schiebeschalter über die Phasenverschiebung, kann ich einfach das machen. Kann man die Stufen loslassen oder umschalten? Nö, es gibt die Stufen, also 0 Grad, ja, also Grundstrahlrichtung 15, 30. Ach so, okay, da konnte man dann einfach die Phasen. Also zweimal, ja. Was hatten die für einen Öffnungswinkel, die Antennen? 3 dB Öffnungswinkel? Ja, so, was haben die gehabt? Also, 30 Grad wahrscheinlich so, ne? Die hatten ja einen Gewinn, glaube ich, von 17 dB. 20 dB. 20 dB. 20 dB, ja. Boah, 20 dB. Also, 30 Grad. Also schon sehr gute Antenne, ja. Man hat also jede Antenne, es gibt also für jede Antenne gibt's ein Diagramm. Nach dem Bau von der Anlage haben wir über Tage, Wochen den Hubschrauber vor Ort gehabt und man hat also jede Antenne ausgemessen, auf welche die Richtung auch passt. Und das stimmt. Könnte man nicht auch die horizontalen Abstrahlswinkel etwas ändern? Also in der Richtung, links, rechts?
Man könnte das machen, aber man hat das also technisch bei uns nicht machen. Das hat man als Testvorgeber. Man sagt, okay, wenn ich nur eine Tiefallreihe mache, dann habe ich einfach einen anderen Abstrahlwinkel, wie wenn ich jetzt mehrere Tiefpols übereinander verwende. Aber das gibt Antennen, da kann ich sagen, okay, ich mache nur den Nahbereich und wenn ich alle Tiefpol, vier Tiefpol übereinander nehme, dann habe ich den Fernbereich. Aber nicht gleichzeitig, also entweder oder. Und dann habe ich ja zwischen jedem Antennenfeld habe ich in der Mitte meinen Reflektor. Ich könnte also zeitgleich die Antenne auf der Seite verwenden oder die Antenne auf der Rückseite verwenden. So, die werden wir genau hinten vorne auch noch. Ne? Ja. Zwischen zwei Maschen ist gerade mal eure Antenne. Das haben wir wahrscheinlich als eure Antenne bezeichnet. Oder hat sich die Antenne von mehreren Maschen? Zum Beispiel jetzt bei dem Feld ist. Da sind zwei Antennen, auf der Seite darüber sind zwei Antennen. Da unten ist eine kleine und da ist eine größere. Die kleine Antenne ist also für höhere Frequenzen, die große Antenne einfach von Lambda Viertel her brennt. Darüber ist nur eine, also auf der Rückseite. In der Mitte drinnen, das nennt sich nur der Reflektor, dass er sie also nicht beeinträchtigt. Ich finde der Skizze sehr schön dargestellt. Die Anzahl der Antennen und die Richtung auch. Ja. Und welche Frequenzbereiche konnte man damit abdecken? Komplette Kurzwelle von 3,9 also bis 24. Also von 75 Meter war es. Ja. Also 24. Okay, je höher die Frequenz war, in dem Moment, wo es mal bei 24 MHz ging, 24 MHz und 500 kW, gibt es also schon große Probleme. Größere Probleme. Welcher Art? Mit Störungen. Also Störungen vom Senderbetrieb her. Also mit Ausfall war da eher zum Rechnen, als wenn ich nur eine 6 MHz Frequenz habe. 6 MHz ist einfach ja, was Angenehmes. 6 MHz vielleicht und 250 kW, das ist oder 100 kW. Da kannst du wahrscheinlich 360 Tage im Jahr strahlen, ohne dass was kaputt wird. Was waren das? Genauso bei der Antenne, bei 500 kW, da in dem Moment, wo eine Verbindung ein Problem gemacht hat, dass die nicht fest war, da fängt es halt zum Brenner an. Ist sowas öfter passiert, dass da so mechanische Beschädigungen gab? Oder? Das gab es ja. Gab's ja. Also es gab keinen Tag ohne Störung. Also wirklich keinen Tag ohne Störung. Jeden Tag, ich hab immer so Spaß hat er gesagt, also das ganze Leben ist ein Suchen. Jeden Tag wieder suchen. Das waren also so Störungen von, was weiß ich, irgendwelche Kontakte, die nicht richtig waren. Ja, oder Bauteile ausgefallen. Bauteile, defekte Konsatoren. Oder von der Steuerung her. Weil man konnte ja normalerweise ist das alles über den Prozessrechner automatisch laufen, der ganze Ablauf. Aber jetzt in dem Moment, wo der Prozessrechner einen Fehler macht oder die Übertragungsleitung, die Lichtwellenleiter, die Empfangsgeräte, die Sendegeräte ein Problem machen, dann musste man das Ganze auf die Schnelle also manuell schalten. Wie viele Leute waren hier vor Ort, um das Ganze zu betreiben? Nach dem Aufbau, also in der 70er Jahre, waren es 40, 45 Leute. Schaut sich mal.